Brillenträger können dieses Headset auch tragen. Moin Freunde, willkommen zurück bei Nerds of Tech. Ich bin's Ronny und ihr seht schon, heute geht's um ein Headset. Ein Gaming-Headset für relativ wenig Geld, im Angebot so um die 50 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei knapp 60 Euro und zwar handelt es sich um das Black Shark Goblin X2. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen teurer als der Vorgänger. Der Vorgänger, der liegt so bei 25 bis 30 Euro, im Idealfall sogar unter 20 Euro und konnte damit schon ziemlich stark überzeugen. Das ist dann quasi der direkte Nachfolger, der immer noch kabelgebunden arbeitet, jetzt aber quasi eine externe Soundkarte mit 7.1 virtuellen Sound mitliefert, kann aber auch mit 3,5 Klinke dann benutzt werden, weil der Endport, der jetzt hier dran steckt, der ist USB-A. Das bedeutet, ich kann damit alle gängigen Konsolen mit bedienen, von PC, Mac bis PlayStation 4, 5, PlayStation 3 wahrscheinlich auch. Bei Nintendo Switch und Xbox ist es ein bisschen anders, da funktioniert der USB-Dongle dann nicht mehr, aber auf den 3.5er Klinkenport kann ich zurückgreifen. Wie das Ding jetzt geklungen hat, das sage ich euch natürlich auch noch. Also neben der Verpackung, die hier zu sehen ist, gibt es auch einen Stoffbeutel, wo ich dann den Kopfhörer mit reinpacken kann. Komme zur Optik. Es ist ein großer, relativ wuchtiger Over-Ear-Kopfhörer, der geschlossen ist. Also hier ist alles geschlossen. Das, was jetzt hier aussieht, als würde da noch LED mit drunter sein, das ist allerdings keine LED. Das ist nur ein transparenter Kunststoffrahmen. Das Ganze ist ein bisschen matt gehalten. Wir haben relativ dicke Gedächtnisschaumpolster. Steht auch groß drauf, rechte Seite, hier die linke Seite. Das Kabel ist leider fest verbunden. Was ich immerhin ablösen kann, ist das Mikrofon. Wenn ich es nicht brauche, kann ich es abmachen oder halt eben beiseite drehen, das ist ja so ein Flexarm im Prinzip. Ansonsten haben wir, und das ist halt in der Preisklasse nicht unbedingt typisch, Metallarme. Ich kann jetzt zwar hier nicht großartig was bewegen und auch nicht drehen, aber immerhin ist der Mechanismus jetzt quasi dann auf jeden Fall deutlich wertiger, als manche für 100 Euro das anbieten. Und obendrauf ist natürlich auch gepolstert. Wir können das natürlich in der Größe variieren. Das Kabel ist hier so ein bisschen isoliert, quasi mit so Stoff ummantelt, so wie das normale Kabel auch hier ummantelt ist. Und obendrauf steht noch einmal Black Shark. Das auf jeden Fall sieht ganz nett aus und sitzt auch vernünftig. Das heißt, wenn ich mir die auf die Ohren setze, dann verschwinden meine Lauschlappen direkt mehr oder weniger mit unter den Polstern. Meine Ohren liegen aber nicht an den Treibern an. Weil ich gerade von Treiber spreche, 50 mm Treiber haben wir hier. Damit kommt dann auf jeden Fall ein bisschen Ballett mit bei raus. Und vom Sitz her sind sie sehr bequem. Ich kann da auch wirklich eine längere Zeit mit sitzen und zocken. Das stört mich nicht. Wenn wir das Mikrofon nochmal ran machen, stecken wir das nochmal hin. So, dann kann ich das Mikrofon natürlich entsprechend positionieren, wie ich das haben will. Und dann kann ich damit eigentlich loslegen. Das ist dann quasi eigentlich schon fast alles, was ich zu dem Kopfhörer sagen kann. Ja, eins noch, Brillenträger können dieses Headset auch tragen, wobei mir die Brille jetzt mehr auf der Nase wehtut als auf den Ohren. Also da ist das gut genug gepolstert, der Anpressdruck ist nicht zu hoch, also das passt eigentlich auch. Was die Frequenzbereiche angeht, absoluter Standard von 20 Hertz bis 20.000 Hertz. Das Mikrofon arbeitet von 100 Hertz bis 10.000 Hertz. Wie gesagt, kann abgenommen werden. Hat leider keinen Popschutz drauf. Das heißt, wenn ihr hier reinsprecht, kann es durchaus sein, dass dann harte Konsonanten, also so P und sonstiges, dann halt einfach so mit reinploppen. Zur Qualität kommen wir noch. Ansonsten, Impedanz, also der Widerstand, 32 Ohm. Wobei wahrscheinlich dann die Mini-Soundkarte, die jetzt hier quasi dann verbunden ist, mit dem USB-Port am PC oder an der Konsole, wo es unterstützt wird, vielleicht das Ganze dann auch ein bisschen hochregeln kann für euch, wenn euer Gerät, zum Beispiel ein Smartphone oder die Switch oder so, nicht genügend Ausgangsleistung hat. Wobei ich das jetzt nicht beurteilen kann, weil grundsätzlich hat das per 3.5er Klinke sehr gut funktioniert, genauso wie mit dem USB-Port jetzt hier angeschlossen. Was das Dongle angeht, seht ihr schon, einerseits leuchtet es grün, wenn ich es jetzt angesteckt habe, andererseits sehe ich hier oder kann ich hier den 7.1 Modus anschalten, das ist aber nur virtuell und die meisten Spiele unterstützen mit einer Stereo-Wiedergabe auch ein virtuelles Dasein. Also muss ich das nicht nehmen, zumal es die Klangcharakteristik und das ganze Dasein wieder so ein bisschen hallig macht. Das ist aber absolut Geschmackssache. Ich persönlich halte davon nichts, ich lasse es immer aus. Was aber schön ist, dass ich hier die Lautstärke des Headsets quasi separat steuern kann, beziehungsweise auch vom Mikrofon. Und an der Seite gibt es noch einen Stummschalter, beziehungsweise einen Clip, um mir das irgendwo mit festzumachen, wenn ich möchte.
Jetzt kommt natürlich auch der wichtigste Part, und zwar der Klang. Und tatsächlich ist es so, es sind mit 50 bis 60 Euro jetzt nicht über oder nicht wirklich teure Kopfhörer. Wie gesagt, ich habe es schon erwähnt im Intro, dass sie trotzdem ja gut doppelt so teuer sind wie der Vorgänger. Der Vorgänger hat sehr gut abgeschnitten. Und das kann ich jetzt auch hier direkt wieder auf die X2 transferieren. Das heißt, der Klang ist gut, der macht auf jeden Fall Spaß. Durch die 50mm Treiber haben wir schon auch einen guten, kräftigen Bass, wobei das immer so ein bisschen mit abhängig ist davon, wo ihr das hört. Auf der Nintendo Switch war das sehr laut und hat einen guten, tiefen Bass gehabt. Auf dem PC habe ich auch einen guten und festen, kräftigen Bass gehabt, und auf der PlayStation 5 zum Beispiel, da hat dann der Bass nicht ganz so gewummert. Da war das dann ein bisschen zurückhaltend. Das kann dann halt einfach so eine Abstimmung sein, die Sony da irgendwie über USB-Port rausjagt, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich kann der Treiber auf jeden Fall schon drücken, aber halt eben nicht überall. Was den restlichen Klang angeht, ist es so, dass ich hier alles gut und klar verstehen kann. Allerdings liegt so eine kleine, ja, jetzt mal so ein bisschen dumpfes Geschehen vor. Basslastig würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber es klingt so, als wenn die Mitten- und Hochtöne einfach ein bisschen mehr im Hintergrund gedrückt. Also es ist eher so eine brachiale Mainstream-Abstimmung. Mit einem Equalizer könnte ich hier wahrscheinlich nochmal die Mitten- und Hochtöne ein bisschen anziehen. Dann kriegt man bestimmt auch ein bisschen mehr Feinheit und ein bisschen mehr sauberes, klares oder eine saubere und klare Wiedergabe hin. Aber grundsätzlich, das, was ich hier von Standard, von Werk aus geboten bekommen habe, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, es ist nicht kristallklar, das ist auch beim Vorgänger nicht so gewesen, aber die klingen auf jeden Fall vernünftig. Und auch so, wenn ich hier mit dem Bettmobil irgendwo lang gefahren bin über den Asphalt, so ein Klopfen von den Reifen auf dem Asphalt, das nehme ich dann auch dort wahr. Und das hat mir tatsächlich gefallen. Was beim Gaming natürlich auch wichtig ist, wie ist denn jetzt so die Streuung? Links, rechts, kommen dann Autos links an mir vorbei oder höre ich die rechts oder ist von hinten irgendwie was, also ein Gegner zum Beispiel bei einem Shooter. Und da muss ich sagen, das hat auch sehr gut funktioniert und ich muss halt eben nicht auf dieses virtuelle 7.1 zurückgreifen, was mir, wie gesagt, persönlich nicht gefällt. Und ja, im Prinzip auch für das Geld bekommen wir hier wieder einen guten Klang. Der ist definitiv immer noch nicht perfekt, aber wie gesagt, wir reden hier nicht von High-End, sondern von einem 50-Euro-Headset, das kabelgebunden ja betrieben wird. Und weil ich gerade kabelgebunden angesprochen habe, ist natürlich auch das Mikrofon in dem Fall meistens besser als das, was ich dann halt über eine Bluetooth- oder WLAN-Lösung bekomme, weil da ist die Übertragungsrate meistens limitiert. Hier wird das Kabel komplett ausgenutzt. Wir spielen das jetzt mal ganz kurz ein Sample mit rein. Das Mikrofon ist jetzt auf einem normalen Abstand an meinem Mund. Jetzt gehe ich ein bisschen weiter weg und ich gehe ein bisschen näher ran. Und da habt ihr wahrscheinlich vernommen, dass die Sprachqualität soweit in Ordnung ist, dass das vielleicht ein bisschen nasal klingt, ein bisschen basslastiger ist. Und wenn ich nah dran bin, dass hier im Prinzip, wie ich schon sagte, ein Popschutz fehlt und dann halt harte Konsonanten wie irgendwas mit P, Plop und Pop, dass man das halt einfach so im Mikrofon immer so ein bisschen hört. Ebenfalls ist es so, wenn ich zu nah damit am Kopf bin oder am Mund bin, dann hört man meine Atemgeräusche oder so ein bisschen das Schmatzen. Das kann durchaus passieren. Also ich würde sagen, Popschutz drauf machen, gibt es für wenige Cent auf Amazon oder sonstig wo. Oder halt das Ding ein bisschen weiter weg machen. Zu weit weg solltet ihr es aber auch nicht vom Kopf machen, weil sonst versteht euch wieder keiner. Da müsst ihr wieder brüllen. Aber grundsätzlich, jetzt hatte ich das auf der PlayStation 5 getestet. Auf der Gegenseite wurde ich gut verstanden. Das war kein Unterschied zu meinem 350-Euro-Headset. Also von daher denke ich, ist das mit dem Klang des Mikrofons völlig okay. Das Ding kostet halt knapp 50 bis 60 Euro, je nachdem wie die Angebotslage ist, ist kabelbetrieben, hat einen USB-Dongle mit einer ja kleinen externen Soundkarte, mit der ich dann Lautstärke, Mikrofon oder die normale Lautstärke einstellen kann. Virtuelles 7.1 kann ich einstellen, wird ein bisschen hallig, ich persönlich halte davon nicht allzu viel, dürft ihr gerne anders sehen. Mikrofone kann ich stumm schalten, Mikrofon klingt solide oder ist durchschnittlich. Wie gesagt, hat keinen Popschutz drauf, das heißt so ein paar Konsonanten und so weiter kommen also ein bisschen kräftiger mit raus, halte ich den Abstand, passt es. Sitz, Verarbeitung, gibt es von meiner Seite auch nicht zu meckern. Natürlich, klar, im Sommer kriegt das Ding auch eine Wärmeentwicklung auf den Ohren, weil das da arbeitet halt nichts, ne? Das hat einfach Schaumstoff und einen Kunststoff bzw. einen Kunstleder, was auf den Ohren sitzt und da schwitzt man drunter. Das ist völlig normal. Aber auch nach längerem Tragen hatte ich jetzt keine Schwierigkeiten, dass man irgendwie der Ohrschweiß da runterläuft oder sonst sowas. Das hat gut gesessen. Wie gesagt, auch für große Lauschlappen, das passt dann quasi unter die Treiber noch hindurch, also bzw. unter den Schaumstoff, der dann das Ganze ja relativ weich am Kopf hat. Und ja, das passt eigentlich. Klangtechnisch, wie gesagt, habe ich es ja auch geschildert, da kann man jetzt eigentlich nicht meckern für das relativ wenige Geld. Macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Es gibt noch das Black Shark X4, also Goblin X4. Das ist tatsächlich sogar kabellos. Liegt nur 10, 15 Euro über diesem Headset. Das haben wir auch da. Ich denke, da werde ich auch mal irgendwie einen kleinen Vergleich machen. Vielleicht auch nur bei uns auf der Webseite. Da gibt es auf jeden Fall schon einen Artikel dazu. Testbilder, Testberichte und so weiter sind auch schon erstellt. Also könnt ihr da gerne reinschnuppern und das Ding mal nachlesen. Ansonsten soll es das von meiner Seite aus schon gewesen sein, was ich zu diesem Headset zu sagen habe. Denn es ist halt, ja, es macht genau das, was ich erwarte. Es klingt nicht schlecht, es ist nicht perfekt. Aber wie gesagt, in dem Preissegment erwarte ich das auch nicht. Ansonsten Feedback rein in die Kommentare, Links sind in der Videobeschreibung.
Unsere Social Media Bereiche, Instagram, Twitch, Twitter, Facebook, TikTok, was weiß ich, wo wir uns überall rumtreiben, sind da auch zu finden. Links zu unserer Webseite, zum Artikel und so weiter oder zu den anderen Kanälen, die wir so betreiben, die findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Ansonsten soll es das gewesen sein und Udo sagt jetzt auch Tschüss. Tschüss. Tschüss.